Leute, vor ein paar Tagen haben wir uns ja angeguckt, wie jemand Minecraft in einer Woche programmiert, aber mit besserer Grafik. Diesmal schauen wir uns an, was passiert, wenn er sogar noch eine Woche mehr Zeit hat. Und ich habe eben gerade schon mal ein bisschen reingeguckt in die ersten paar Sekunden. Multiplayer, mega nice. Let's go. Genau, hier, das hatte ich mir rein... Und da, guck mal! Vor ein paar Wochen habe ich eine Challenge gemacht, und zwar habe ich innerhalb von einer Woche Minecraft nachprogrammiert. Ja, habe ich gesehen. Das hier war das Ergebnis. Sieht eigentlich ganz cool aus. Mhm. Aber nachdem ich das Video aufgenommen hatte, sind mir noch viele Sachen eingefallen, die man eigentlich noch hinzufügen könnte. Zum Beispiel Schnee, andere Spieler, Bäume, Gräser und so weiter. Das ist geil mit Multiplayer. Ich habe von sowas ja absolut keine Ahnung, aber das stelle ich mir richtig kompliziert vor. Übrigens, Leute, ich habe heute extreme Halsschmerzen, deswegen... schlürfe gerade Tee. Sorry, ein bisschen verschluckt. Das kommt jetzt alles in diesem Video. Los geht's. Ja, Minecraft. Nachprogrammieren. Teil 2. Eine der wichtigsten Sachen in Minecraft sind natürlich Bäume. Die würden die Aussicht hier auf jeden Fall um einiges verbessern. Ich habe erstmal einen extrem einfachen Baum erstellt. Der besteht einfach nur aus einem Stamm. Und obendrauf ist dann so eine halbe Kugel aus Blättern. Den habe ich dann zufällig auf der Map spawnen lassen. Oh. Ja, bisschen weniger vielleicht. Perfekt. Ja, das sieht straight up aus wie Minecraft. Also die Bäume hat er richtig gut getroffen. Ja, echt nice. Also, und um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich die Bäume immer verschieden groß gemacht. Ja, ja. So sieht übrigens ein Baum aus, wenn man ihn 20 Blöcke hoch macht. Ja, gut, falls sich das irgendjemand gefragt hat. Aber ist nice. Irgendwie kam mir die Welt aber noch ein bisschen tot vor. Ich hatte dann eine richtig coole Idee, und zwar wollte ich sowas wie Villager hinzufügen. Diese komischen Typen in Minecraft, die immer hin und her laufen und komische Geräusche machen. Dafür habe ich mir diesen kostenlosen Charakter hier aus dem Internet runtergeladen. Grüße an BitJam, die den erstellt. Wie sieht der denn aus, Junge? Der ist nice. Aus wie so ein richtiges Meme. Ja, passt also perfekt in mein Spiel. Ja, ja, das ist echt ein Meme. Okay. Oh, die armen Jungs. Alter, freaking Breakdance. Um ihn ein bisschen zum Leben zu erwecken, habe ich programmiert, dass er mich immer anschaut und verfolgt. Ja. Das hat das Ganze aber irgendwie nur komischer gemacht. Junge, das ist hier Herobrine auf Wish bestellt. Dann habe ich noch Animationen hinzugefügt. Also ich finde, das sieht einfach richtig smooth aus. Das stimmt. Alter, freaking Fortnite-Dance. Krass, was man da alles machen kann. Dann hatte ich immer noch eine coole Idee, beziehungsweise die Idee hatte ich von Danny, so ein englischer YouTuber, der hat sowas ähnliches in diesem Video hier gemacht. Schaut gerne mal rein, richtig nicer Typ. Und zwar wollte ich diesen Figuren Namen geben und nicht nur irgendwelche Namen, sondern die Namen der Leute, die die meisten Kommentare unter meinen YouTube-Videos geschrieben haben. Um diese Namen rauszubekommen, habe ich einfach so ein kleines Programm geschrieben und diese Namen habe ich dann einfach zufällig über den Figuren angezeigt. Es ist ja schon ganz geil, wenn du so programmieren kannst. Du kannst ja eigentlich deine Möglichkeiten, irgendwelche Sachen zu kreieren. Guck mal, er schreibt sich da irgendwie ein Skript, um rauszufinden, wer jetzt die aktivsten Leute bei ihm sind. Das ist schon cool. Also, Respekt. Wo ist the Gamer? Kilu? The Fresh Pixel? Vielleicht ist ja irgendwo euer Name dabei. Ihr könnt ja mal schauen. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar Warte. War da nicht so ein Spam-Account? Ach so, 1 Million Subs and I'll knock on Pewds Store. Ne, es gibt manchmal diese super ätzend. 1 Million Abos ohne auch nur ein Video. Oder 10.000 Abos ohne auch nur ein Video. Super nervig. Ich dachte, das wäre so einer von denen. Vielleicht ist ja irgendwo euer Name dabei. Ihr könnt ja mal schauen. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Abwechslung hier in unserer Welt. Es gibt eigentlich nur Berge und okay, es gibt Höhlen. Aber ansonsten ist das Ganze eigentlich relativ eintönig. Das stimmt. Deshalb habe ich Biome programmiert. Ihr kennt das vielleicht aus Minecraft. Das sind einfach verschiedene Bereiche, die unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel eine Schneewelt, eine Wüste, ein Dschungel und so weiter. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja. Als erstes habe ich eine Wüste hinzugefügt. Der einzige Unterschied zwischen der Wüste und der Graswelt ist eigentlich, dass es einfach keine Bäume gibt und dass statt den Grasblöcken da halt Sandblöcke sind. Straight up. Was jetzt in der Wüste aber noch gefehlt hat, waren natürlich Kakteen. Die sind relativ einfach zu programmieren. Einfach ein paar Blöcke übereinander stapeln. Und die Textur drauf. Ja, krass. Ja, als ob. Wie simpel an sich doch Minecraft ist, in Anführungszeichen, ne? Also so zumindest jetzt von dem Look.
Jetzt hatte ich also schon zwei Biome, einmal die Wüste und die Graslandschaft. Was in Minecraft auch extrem wichtig ist, ist natürlich die Schneewelt. Deswegen habe ich das als nächstes gemacht. Ja, also auch fand ich nie sonderlich wichtig in Minecraft, die Schneewelt. Nicht besonders schwer, es sind einfach alle Blöcke aus Schnee. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Gibt es denn so ein richtig klassisches Eisbiom? Gibt es doch eigentlich nicht, oder? Es gibt halt das, was so diese Schneelandschaft in Anführungszeichen, diese Eislandschaft eher, wie wir das eben schon gesehen hatten. Aber so kenne ich das nicht. Also so ein Eisbiom. Also, und ich habe so komische Iglus generiert, die gibt es in Minecraft nicht, aber ich dachte als Dekoration ist es vielleicht recht nice. Das sind einfach so Kugeln, halbe Kugeln, die innen hohl sind. Hier aus Spaß mal ein riesen Iglu, einfach nur, weil es nice aussieht. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das sieht geil aus. So von außen. Junge. Ey, mein Hals. Als nächstes dann noch ein Wasser- oder Meerbiom, wo einfach nur Wasser ist. Dafür habe ich Wasserblöcke erstellt. Ja, so ist das eigentlich nicht in Minecraft, aber egal, von Weitem merkt man es ja nicht. Ja, machen wir einfach weiter. Ich habe da noch viele verschiedene Biome ausprobiert, aber die meisten waren irgendwie nicht so nice. Zum Beispiel ein Dorf habe ich versucht zu programmieren. Das glaube ich schwer. Ja, ja das... ja gut. Als nächstes habe ich noch ein paar Gräser hinzugefügt. Das ging mega leicht, weil die Grafik in Minecraft ist einfach mega billig. Ey, Spaß. Ich muss aufpassen, was ich sage, sonst bekomme ich noch Hate von den ganzen Minecraft-Spielern. Eigentlich ist die Grafik auch nicht besonders schlecht. Es ist halt so ein bestimmter Stil. Ich wollte gerade sagen, also viele lästern ja immer über die Grafik von Minecraft, aber ich finde, sie ist einfach sehr... Dem Zweck, um Minecraft genießen zu können, reicht das. Reicht diese Grafik. Games brauchen nicht immer das krasseste und beste, um Spaß zu machen. Wenn es passt und irgendwie so ein bisschen sich gut einfügt, also mich hat die Grafik noch nie, wirklich noch zu keiner Zeit großartig gestört. Ich fand das eher immer ganz cool. Auf jeden Fall habe ich einfach zwei Rechtecke erstellt, die sich in der Mitte kreuzen. Da habe ich dann die Textur draufgehauen und schon hatte ich das Gras, so wie in Minecraft. Dann noch Code schreiben, damit das Gras in unserer Welt gespawnt wird und fertig. Ja, macht was her, auf jeden Fall. Es wirkt immer lebendiger bei ihm. Und jetzt, wo wir schon Gras haben, können wir auch noch Blumen hinzufügen. Das funktioniert genauso. Einfach nur die Textur austauschen. Fertig. Ja, nice. Ja, krass. Sieht nice aus. Dann habe ich noch Feuer programmiert. Oh. Im Dunkeln sieht das richtig nice aus. Ja, aber da muss ich sagen, das passt, das ist schon, sieht einfach zu krass aus, oder Leute? Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil es wirkt nicht so richtig Minecraft-mäßig. Aber klar, es sieht übertriebenst geil aus. Also, nicht schlecht. Und Regen, auch sehr interessant. Oh, jetzt bin ich... Ja, der sieht halt einfach zu gut aus. So ein bisschen so Shader-Regen. Sachen und Experimente, die einfach entstanden sind, während ich an dem Spiel gearbeitet habe. Oh, das sieht geil aus. Die Welt gefällt mir, das wirkt so richtig düster. Wie aus so einem Modpack. Ohne Holzwelt. Hat auch was. Also, finde ich, sieht extremst geil. Junge, wenn da einmal Feuer ist. Sag mal, hat er den da gerade runtergeschmissen? Den armen Boy. Bei Explosions. Da müsste man jetzt das Feuer reinmachen. Oh ja, die Eiswelt. Die ist auch geil. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und Bedrock. Download zu dem Spiel in der Beschreibung. Vielleicht findet ihr ja die Figur mit eurem Namen. Und ja, das waren so alle Sachen, die ich in meinem Minecraft-Fake-Game ausprobieren wollte. Nächste Woche kommt dann wieder neuer Stuff. Ich habe auch überlegt, zwei Videos die Woche zu machen, weil ich jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit habe. Dafür müsst ihr mir aber bitte mal in die Kommentare schreiben, welches Video ihr gerne sehen würdet. Also, ja, wenn ihr euch ein Video wünschen könntet auf meinem Kanal, welches Video wäre das? Minecraft. Schreibt mir das mal unten rein. Das würde mir auf jeden Fall extrem weiterhelfen. Ja, kriegt von mir ein Like, Alter. Zack.